willkommen zu einem neuen Video von mir. Ich drehe mit einer neuen Kamera, beziehungsweise ich drehe jetzt mit dem iPhone und hoffe, dass das so mit den Einstellungen passt. Also wundert euch nicht über ein vielleicht anderes Bild. Ich hoffe natürlich von der Qualität her noch besser, aber das sehen wir dann. Ich hatte euch auf Instagram gefragt, ob ihr meinen Lesemonat August jetzt schon haben möchtet oder ob ihr das lieber zusammengepackt mit dem September haben wollt, weil ich nur 5 Bücher gelesen habe. Ihr wolltet das alles jetzt schon, also stehe ich hier und werde euch von den Büchern berichten. Ich habe 3 physische Bücher gelesen und 2 E-Books und ja, ich weiß nicht, woran es liegt. Im Moment habe ich so eine leichte Leseflaute. Ich kann mich im Moment ganz schwer aufraffen zu lesen, aber gut, das ist manchmal so. Geht auch wieder vorbei die Zeit und wenn jetzt der Herbst ranrückt, wird es bestimmt auch besser. Also ich bin da ganz optimistisch. Ja, und ich stelle euch jetzt mal die Bücher vor, die ich im August gelesen habe. Ihr findet die Bücher wie immer in der Infobox verlinkt. Und was jetzt noch eine kleine Besonderheit ist, ich darf mit der Buchhandlung Graf in Braunschweig zusammenarbeiten. Das heißt, die Links, die ich euch in die Infobox packe, sind direkte Links zu dem Online-Shop der Buchhandlung Graf. Wenn ihr diesen Link benutzt, um euch die Bücher zu kaufen, erhalte ich eine kleine Provision. Ihr zahlt dadurch aber nicht mehr. Also das ist nochmal ganz wichtig, das habe ich im letzten Video nämlich auch vergessen zu sagen. So, und ich würde sagen, wir fangen einfach mal an und starten mit den Büchern, die ich gelesen habe. Als erstes durfte ich ein Rezensionsexemplar lesen, worüber ich mich sehr gefreut habe, weil die Autorin auch total nett ist. Ich hatte guten Kontakt mit ihr und es hat mir richtig Spaß gemacht, ihr Buch zu lesen. Und zwar spreche ich von Ausgerechnet Alabama von Diana P. Lavender. Ja, hier geht es um die junge Susan, die ein Herrenhaus in Alabama erbt, was ihr eigentlich noch gar nicht so richtig in den Kram passt und sie weiß auch gar nicht, ob sie das überhaupt alles so will, wie es passiert. Und sie erfährt hier jede Menge Familiengeheimnisse, die teils ein bisschen verstörend, teils schockierend sind. Und was ich hier auch ganz toll finde, ist, dass Diana sich total mit der Geschichte der Südstaaten auseinandergesetzt hat. Also es ist keine schöne Geschichte, das sage ich gleich, aber es ist eine wichtige Geschichte, finde ich. Und dieses Buch solltet ihr euch unbedingt mal angucken. Ja, der Schreibstil ist ein bisschen eigensinnig und mir ist der Einstieg auch nicht so leicht gefallen. Deswegen habe ich hier auch nur 4 von 5 Sternen vergeben. Aber trotz allem würde ich euch dieses Buch ans Herz legen, dass ihr da mal vorbeischaut. Es ist wirklich, wirklich cool. Also ich fand es wirklich okay. Also ich fand es echt gut. Ja, schaut dort einfach mal rein. Dann habe ich im Buddy Read mit der lieben Carina ein Buch gelesen. Wir haben damit schon im Juli gestartet. Das zog sich bis in den August und wir waren beide auch ein bisschen unmotiviert, aber gut. Und zwar Someone Else von Laura Kneidel. Ja, das ist ja der zweite Teil der Someone-Reihe und hier geht es um Cassie und Ori. Die beiden sind beste Freunde, wohnen in einer WG, aber irgendwie ist immer was zwischen den beiden so. Also es knistert gewaltig. Und ja, eigentlich hatte ich schon im ersten Band so das Gefühl, die wollen es auch beide, sind aber nur zu feige. Und das bewahrheitet sich hier vielleicht auch so ein bisschen. Ich will hier keinen spoilern, aber ihr Leute, ihr wisst, es ist ein New Adult-Roman. Wir ahnen alle, worauf es hinausläuft. Ja, was soll ich sagen? Also diese Reihe gefällt mir von Laura auf jeden Fall viel besser als Verliere mich nicht, berühre mich nicht. Ich finde, hier greift sie ernstere Themen auf und spricht mich einfach mehr an. Also ich konnte hier mich richtig gut fallen lassen. Es ist eine absolute Wohlfühlgeschichte gewesen. Ich fand es richtig, richtig klasse. Auch dieser Fangirl-Aspekt bei Ori total mit ihrem Cosplays und mit dem Comics. Und ja, alles, was da so dazugehört, das hat mir richtig gut gefallen. Und ja, dieses Buch hat 5 Sterne von mir bekommen, weil es sich auch richtig gut an den ersten Teil anfügt. Und ich es auch schön finde, dass man die Figuren hier alle nochmal richtig gut wieder getroffen hat und nicht nur eben so am Rande, sondern dass sie auch wirklich hier eine Rolle gespielt haben. Und freue mich wahnsinnig auf Teil 3, der im Oktober erscheinen wird. Und dann habe ich noch ein Buch gelesen, was mein absolutes Monatshighlight war. Und zwar spreche ich von keiner geringeren als von Emma Scott. Ich habe Never Doubt gelesen. Ja, Leute, was soll ich sagen? Mit diesem Buch hatte die Autorin mich schon im ersten Kapitel. Also wirklich, das erste Kapitel hat mir schon eine Gänsehaut gebracht. Und es war einfach nur toll. Es war wieder typisch Emma Scott, total poetisch, total authentisch. Und ich liebe sie einfach, wirklich. Also ich kann über Emma Scott, könnte ich nie was Schlechtes sagen, weil es einfach toll ist, wirklich. Hier geht es um Willow, die etwas Schlimmes erlebt hat und keine Worte dafür finden kann, was ihr passiert ist. Auch hat sie noch mit niemandem über ihr Problem gesprochen, bis sie dann auf Isaac trifft, der ihr einen neuen Weg öffnet, und zwar das Theater. Und Willow spricht nämlich für die Rolle der Ophelia in Hamlet vor und ja, lebt sich da so ein bisschen drin aus, versucht so ihre Geschichte zu verarbeiten. Und ich muss echt sagen, da hat Emma Scott wirklich toll geschrieben. Sie hat das
toll beschrieben, vor allen Dingen diese Gefühle, die Willow hatte. Und auch Isaac hat es nicht leicht. Und die beiden fangen sich gegenseitig so ein bisschen auf. Und es war einfach nur toll. Also ich habe dieses Buch innerhalb von 3 Tagen gelesen, trotz Leseflaute. Und es hat mir einfach richtig viel Spaß gemacht. Und Emma Scott kann ich euch wirklich nur ans Herz legen. Also wenn ihr in das New Adult Romance Genre eintauchen wollt, dann guckt euch auf jeden Fall die Autorin an, weil es ist einfach klasse gewesen, wirklich. Also ganz, ganz großes Highlight. 5+ Sterne, also wirklich, es war für mich einfach nur wieder grandios. So, und dann habe ich noch 2 E-Books gelesen. Zum einen war es einmal A is for Abstinence. Das ist ja die Fortsetzung zu V is for Virgin. Ja, V is for Virgin fand ich ja auch schon ein bisschen übertrieben und die Protagonistin nicht so toll. Deswegen fand ich bei A is for Abstinence ist klasse, dass es aus seiner Sicht geschrieben wurde, also aus Kyles Sicht. Und Kyle war mir im ersten Band schon sympathischer, also ist jetzt auch nicht mein Favorit gewesen, aber der war mir auf jeden Fall sympathischer als Val. Und ich fand das cool, das mal Jahre später so aus seiner Sicht zu sehen oder zu lesen. Und es hat mir auf jeden Fall besser gefallen als Band 1. Band 1 habe ich mit 3 Sternen bewertet, Band 2 mit 4. Einfach auch aus dem Grund, weil das Ganze doch ein bisschen erwachsener ist. Ich finde es zwar immer noch übertrieben alles, versteht mich nicht falsch, aber ich glaube, da hat die Autorin einfach einen Hang zu. Die schreibt gerne Promi-Geschichten und übertreibt da gerne mal. Und ja, also das ist halt so ein bisschen der Nachteil gewesen. Aber trotzdem war A is for Abstinence ein guter Zeitvertreib und hat mir Spaß gemacht. Und das letzte Buch, von dem ich euch berichte, ist Rug and Trust von Janine Frost. Das durfte ich über NetGalley als Rezensionsexemplar, als E-Book lesen. Und ja, das war für mich wirklich eine Geschichte, die ich so zwischendurch immer mal wieder zur Hand genommen habe. Hier geht es um Taryn, die einen schweren Schicksalsschlag auch hinter sich hat. Sie hat früh Freunde verloren bei einem Verkehrsunfall und versucht das Ganze immer noch zu verarbeiten. Ihre Freunde waren auch in einer Rockband und ihre beste Freundin, die noch lebt, war auch mit einem, der mit verunglückt ist, liiert. Und die beiden haben sich dann so quasi als Andenken an diese Band ein Plattenlabel gegründet und ja, haben damit auch echt Erfolg. Und Taryn trifft eines Tages auf Chase, der viele, viele Probleme mit sich rumschleppt. Also da habe ich echt gedacht, krass, schon ein richtiger Bad Boy, aber sehr viele Probleme. Und ich fand einfach, dieses Buch war gut geschrieben, es hat mich gut unterhalten. Es hat mich auch einige Dinge klarer sehen lassen, was psychische Erkrankungen angeht. Und ja, es war halt einfach wirklich gut geschrieben und nichts beschönigt oder so. Trotzdem hat mir irgendwie ein Funke gefehlt. Vielleicht liegt es auch daran, dass es eine Reihe ist und ich natürlich mit dem vorletzten Teil angefangen habe, was ich nicht wusste. Also ich dachte, das wäre Teil 1, aber gut. Vielleicht lag es daran ein bisschen und vielleicht auch an der Leseflaute. Aber trotzdem war es eine tolle Geschichte, eine tolle Rockstar-Geschichte und die kann ich euch auf jeden Fall auch empfehlen. Also schaut da unbedingt mal vorbei. Die Cover blende ich euch ja natürlich ein. Und wie gesagt, denkt an den Link in der Infobox. Wobei ich glaube, Rock and Trust gibt es auch nur als E-Book. Also da müsst ihr mal gucken. Ich meine ja, ist auf jeden Fall auch aus dem Lux Verlag. Ja, ihr Lieben, das war mein Lesemonat August. Ich war 5 Bücher. Ja, es ist, wie es ist. Vielleicht wird es im September jetzt wieder ein bisschen mehr. Es stehen auch 2 Leserundenbücher schon an und auch ein Buddyread noch. Und ich lese auch gerade noch 2 Bücher und mal gucken, wie das Ganze so wird. Ab nächste Woche ist mein Urlaub ja auch vorbei, dann gehe ich auch wieder arbeiten. Mal gucken, dass ich da so eine Routine und einen Rhythmus für mich finde. Ihr Lieben, schaut auch gerne auch bei Instagram vorbei. Da findet ihr mich unter Deniserella. Dort gibt es genug Buchtipps, Serientipps und ein paar Einblicke in mein Leben. Wenn ihr daran Freude habt, schaut da gerne rein, folgt mir gerne, freue ich mich sehr. Und wenn euch dieses Video hier gefallen hat, gebt dem Ganzen gerne einen Daumen nach oben. Schreibt mir gerne mal in die Kommentare, wie euer Lesemonat so war und was ihr so gelesen habt. Und abonniert auch gerne den Kanal, damit ihr hier nichts verpasst, wenn es was Neues gibt. Ich wünsche euch jetzt noch einen schönen Tag oder einen schönen Abend, je nachdem, wann ihr das hier guckt. Verabschiede mich und sage bye, bis zum nächsten Mal. Macht's gut!